Wahlgängen bzw. den entsprechenden Berichten und der Debatte zur Kampagne fortsetzen. Können wir so verfahren? Dankeschön. Dann erteile ich das Wort unserem Parteivorsitzenden Bernd Rixinger. Bernd, bitteschön. Ja, guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste. Wisst ihr, was mich wirklich gefreut hat in den letzten Wochen, trotz der satten Selbstzufriedenheit der Großen Koalition und trotz des Mehltaus der Entpolitisierung, den Frau Merkel über das ganze Land legt? Wir erleben die größte Streikbewegung in diesem Land seit Jahrzehnten. Briefträgerinnen und Lokführer, Schaffnerinnen und Erzieherinnen, sie alle wehren sich endlich. Das ist unbequem, aber es zeigt, es ist eben nicht das Geld, das arbeitet. Es sind lebendige Menschen, ohne deren Dienste wir alle aufgeschmissen wären. Und genau darum geht es doch, dass den Bossen der Börsenunternehmen der Arsch auf Grundeis geht. Dass die Politiker in ihren Regierungssitzen vielleicht noch kurz ins Grübeln kommen. Die ach so egoistischen Weselskis und die kaltherzigen Erzieherinnen, sie lassen doch nicht auch Spaß, Reisende am Bahnsteig und Kinder vor verschlossenen Kita-Türen stehen. Sie wehren sich gegen niedrige Löhne, gegen unsichere Arbeitsverhältnisse, permanente Überlastung und Druck. Ich habe fast 30 Jahre solche Streiks angeführt, mit großer Freude, und ich finde super, was ihr da macht. Und liebe Genossinnen und Genossen, viele dieser Streiks haben eine gesellschaftliche und politische Bedeutung. Die Streikenden kämpfen zunächst für sich, für ein besseres Leben, aber gleichzeitig kämpfen sie doch auch für das, was in einem reichen Land eigentlich selbstverständlich sein soll. Bei Amazon für einen Tarifvertrag, der vor Willkür, Rechtlosigkeit und permanenter Unsicherheit schützt. Und ich freue mich, dass die Kollegen wieder auf die Straße gegangen sind. Und auch bei der Post kämpfen die Beschäftigten für einen Tarifvertrag gegen die Erpressung durch Tarifflucht. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein ehemaliger Staatskonzern, der 6 Milliarden Profite erwirtschaftet und sich nicht zu schade ist, eine Lohndumpingfirma zu gründen, die unterhalb des normalen Tarifvertrages bezahlt. Unfassbar! Und im Übrigen auch eine Folge dieser unsäglichen Privatisierung des Telekommunikations- und Postwesens in diesem Land. Bei der Charité in Berlin geht es um eine Personalbesetzung und Arbeitsbedingungen, die möglich machen, Patienten zu pflegen und nicht nur abzufertigen. Die Beschäftigten in den Krankenhäusern wissen, ein Krankenhaus kann man nicht organisieren wie eine Werkbank oder eine Fabrik, Pflege im Minutentakt. Das ist schlecht für die Patientinnen und Patienten und für die Beschäftigten. Und deswegen freue ich mich, dass diese Woche 96,5% der Gewerkschaftsmitglieder bei der Charité für unbefristeten Streik gestimmt haben. Die Erzieherinnen und Erzieher und die Sozialarbeiterinnen streiken für die Aufwertung ihrer gesellschaftlich immens wichtigen Arbeit. Es ist einfach unerträglich, wie mies die soziale Arbeit mit Menschen in diesem Land bezahlt wird, liebe Genossinnen und Genossen. Und es ist einfach unerträglich,
dass die Arbeit von Frauen immer noch ein Viertel schlechter bezahlt wird als die Arbeit von Männern. Gegen beides richtet sich der Streik und zwar völlig zu Recht. Aber kaum wird in Deutschland gestreikt, schreien die Scheuers und Dobrindts nach einer Einschränkung des Streikrechts. Die Forderung nach Zwangsschlichtung und Einschränkung des Streikrechts bei der öffentlichen Daseinsvorsorge, liebe Genossinnen und Genossen, das ist ein Angriff auf die Demokratie und auf die Tarifautonomie, der zurückgeschlagen werden muss. Und Türöffnerin und nützliche Idiotin für die Einschränkung und für die Debatte um die Einschränkung des Streikrechts ist ausgerechnet eine Sozialdemokratin, nämlich Andrea Nahles, mit ihrem unsäglichen Tarifeinheitsgesetz. Unter Tarifeinheit hätte ich verstanden, dass endlich wieder zur Regel wird, dass die Mehrheit der Beschäftigten unter Tarifverträge fällt und nicht ein Angriff auf das Streikrecht. Aber für die SPD zählt das Grundrecht auf Streik weniger als die Interessen der Unternehmen und Konzerne. Und wir müssen an dieser Stelle mal darauf hinweisen, in vielen Ländern von Europa gilt das Recht auf politischer Streik. Und das wollen wir auch. Außerdem wollen wir ein klares Recht auf Solidaritätsstreiks. Die sind gerade bei der Zersplitterung der Unternehmen so wichtig. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich bin stolz darauf, dass unsere Partei alle diese Auseinandersetzungen unterstützt und an der Seite der Streikenden steht. Genau da gehören wir hin. Und ich bin froh, dass unser Ministerpräsident aus Thüringen, Bodo Ramelow, im GDL-Streik als Schlichter von der Gewerkschaftsseite vorgeschlagen wurde, während der ehemalige Ministerpräsident Platzek von der Kapitalseite nominiert wurde. Wäre es umgekehrt, sollten wir doch nachdenken. Liebe Genossinnen und Genossen, die Streiks und die Demonstrationen gegen TTIP, die Initiativen gegen explodierende Mieten und gegen die Vertreibung aus den Stadtbezirken, gegen die Privatisierung von Krankenhäusern und für Rekommunalisierung der Energieversorgung, die Konzerte und Aktionen gegen die abscheuliche Flüchtlingspolitik, die Proteste gegen skandalös teure Großprojekte. Sie zeigen, es brodelt, es gärt etwas in den Menschen. Sie zweifeln an Merkels Märchen vom Paradies Deutschland, in dem es vermeintlich allen so gut geht und der Wohlstand der Menschen nur gegen die Bedrohung von außen verteidigt werden müsste. Merkels Politik will die Leute doch einlullen und wer sich trotzdem wehrt, dem wird vorgeworfen, du jammerst auf hohem Niveau, schließlich geht es woanders den Menschen noch schlechter. Das ist die ganze Botschaft, die Merkel aussendet. Doch Frau Merkel verteidigt nicht die Interessen der Menschen in diesem Land. Sie ist Verwalterin eines neoliberalen Kapitalismus, der die soziale Spaltung vorantreibt und sich von der gewaltigen Umverteilung von unten nach oben nähert und immer mehr autoritäre Züge annimmt. Die Menschen arbeiten doch immer produktiver, aber sie haben kaum etwas davon. Der Finanzkapitalismus ähnelt einer modernen Oligarchie. Die Mehrheit der Arbeitenden wird enteignet. Die Superreichen bilden ihre Parallelgesellschaften hinter Mauern, Zäunen, Privatschulen und Privatärzten. Das reichste 1% besitzt 35% des gesamten Vermögens. Ihre Macht und ihren Luxus verdanken sie vielfach der Vererbung hoher Vermögen.
Der Reichtum wird ihnen quasi in die Wiege gelegt. Das ist keine gesellschaftliche Leistung, liebe Genossinnen und Genossen. Und was macht die SPD? Sie zweifelt an Schäubles Erbschaftssteuerreform, weil nur 99% aller Erbschaften danach immer noch steuerfrei bleiben. Das reicht ihnen offensichtlich nicht aus. Es sollen offensichtlich 100% sein, die keine Steuern bezahlen. Liebe Genossinnen und Genossen, der Finanzmarktkapitalismus kann die angehäuften Profite nicht mehr sinnvoll investieren. Er erstickt am Reichtum, weil das Vermögen sich in immer wenigen Händen konzentriert, weil die Superreichen lieber an den Finanzmärkten spekulieren auf Höchstrenditen, als in Wachstum und Beschäftigung zu investieren. In Europa hat die Wirtschaft jetzt gerade den Stand von 2008 vor der großen Finanzkrise erreicht. Heribert Brandl hat es auf den Punkt gebracht. Er sagte, wir haben einen rasenden Stillstand des Turbokapitalismus. Und der führt auch dazu, dass sich die Klimakrise weiter verschärft. Die Globalisierungskritikerin Noami Klein hat recht. Klima oder Kapitalismus, wir müssen uns entscheiden. Aber der größte Irrtum von Frau Merkel und einer erstarrten politischen Elite ist, dass es immer so weitergehen wird, selbst wenn die Welt um sie herum immer mehr aus den Fugen gerät. Dabei ist es doch so, wie Walter Benjamin gesagt hat, dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Weiter so mit Kürzungsdiktaten und Lohnsenkungen in Europa, mit der größten Erwerbslosigkeit seit den 20er und 30er Jahren. Das heißt, Europa bleibt in der wirtschaftlichen Krise stecken und niemand darf sich darüber wundern, wenn die Europäische Union an ihrer hausgemachten sozialen Krise zerbricht. Weiter so mit der Umverteilung des Reichtums durch zugnabe Löhne von den öffentlichen Haushalten zu den privaten Konzernen, von den Zentralbanken zu den Finanzspekulanten. Die Folge, die Finanzmärkte werden weiter aufgebläht, Hedgefonds zerkleinern Unternehmen und Immobilienfonds kaufen ganze Wohnblöcke und Straßen auf. Der nächste Finanzcrash ist doch schon vorprogrammiert. Weiter so mit Waffenexporten, ungerechter Welthandelspolitik und Klimakatastrophe. Wen wundert es, dass immer mehr Flüchtlinge auf der Suche nach Sicherheit und einer Zukunftsperspektive an die bewaffneten Grenzen Europas stoßen? Weiter so mit der Unterordnung der Politik unter das Diktat der Finanzmärkte, mit der Macht von nicht gewählten Institutionen und Technokraten in der EU, mit dem Bespitzeln von Millionen Menschen durch Geheimdienste, die sich der parlamentarischen Kontrolle entziehen. Das ist, liebe Genossinnen und Genossen, ein Angriff auf die Demokratie. Weiter so mit sozialer Ausgrenzung, Spaltung und Prekarisierung auf der einen und Dauerstress auf der anderen Seite. Immer mehr Menschen resignieren, werden psychisch oder physisch krank. Weiter so mit dem Aushungern des Öffentlichen, dem Verschleiß von Infrastruktur wie Schulen, Schwimmbäder, Straßen und Brücken. Das sind die Hypotheken, die wir der jungen Generation hinterlassen. Das Gemeinwohl kommt auf den Hund. Und die Demokratie vor Ort in der Kommune wird ausgehöhlt. Aber liebe Genossinnen und Genossen, Frau Merkel weiß das alles. Unter der Oberfläche der geräuschlosen Verwaltung des Status quo treibt sie mit kalter Entschlossenheit die Unterordnung aller Bereiche unter das Diktat der Wettbewerbsfähigkeit voran. Wie sagte der erfolgreichste Investor Warren Buffett dazu? Politik ist Klassenkampf von oben und meine Klasse gewinnt. Frau Merkel drückt es anders aus, meint aber das Gleiche. Sie sagt dazu marktkonforme
Demokratie. Das klingt zwar etwas harmloser, ist aber nichts anderes. Die Kapitulation vor dem Diktat der Finanzmärkte ist das Gegenteil von Demokratie. Liebe Genossinnen und Genossen, ein Weiter-so kann und darf es nicht geben. Das wäre die eigentliche Katastrophe. Wir haben die politische Verantwortung, dieser technokratischen Politik des Weiter-so eine klare Alternative von links entgegenzusetzen. Wir haben die politische Aufgabe, die Verhältnisse nach links zu verschieben. Der stellvertretende Ministerpräsident von Bolivien, García Linera, hat auf dem Kongress der europäischen Linken Europa als erstarrte Demokratie bezeichnet. Die Linke kritisierte er aber auch. Er sagte, die Linke würde sich zu sehr darauf beschränken, die Verhältnisse nur anzuklagen. Das reiche jedoch nicht. Vielmehr sollen wir Vorschläge machen, die die Menschen in Europa aufgreifen können. Wir machen Vorschläge, die die Menschen aufgreifen können. Zum Beispiel, statt unsere europäischen Nachbarn durch gigantischen Handelsüberschlüsse zum Bettler zu machen, wollen wir hierzulande deutlich höhere Löhne, mehr Geld für die Kommunen und für den Aufbau einer guten und lebenswerten öffentlichen Infrastruktur. Austerity heißt ja übersetzt Kargheit, Entbehrung, Strenge. Statt Austeritätspolitik wollen wir ein Programm für eine Zukunft, die alle am Reichtum teilhaben lässt. Ein Zukunftsinvestitionsprogramm für Europa zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit, insbesondere bei der Jugend, für wirtschaftliche und soziale Entwicklung und für den Ausbau von Bildung, Gesundheitsversorgung und eine sozial gerechte Energiewende in ganz Europa. Statt permanenter Unsicherheit muss jeder und jede seine Zukunft planen können. Arbeitszeitverkürzung ist dringend notwendig, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben doch einen perversen Zustand. Die einen können von Mini- und Midi-Jobs, unfreiwilliger Teilzeitarbeit und struktureller Unterbeschäftigung nicht leben, während die anderen unter Dauerstress und Entgrenzung ihrer Arbeitszeit leiden. Wir wollen eine neue Normalität durchsetzen, die deutlich mehr um die 30-Stunden-Woche kreist als um die 40-Stunden-Woche. Und gerade deshalb ist diese Forderung Teil unserer Kampagne. Das muss drin sein. Statt Dauerstress und Existenzangst, Arbeit umverteilen. Das muss drin sein. Statt öffentliches Eigentum zu verramschen, wollen wir den Ausbau öffentlichen und genossenschaftlichen Eigentums. Und wir wollen die Verteidigung und Ausweitung der Demokratie zu einem umfassenden Zukunftsprojekt machen. Lasst uns dem autoritären Kapitalismus ein neues, großes Demokratieprojekt entgegensetzen, weil wirkliche Demokratie heißt die gleichberechtigte Beteiligung aller Menschen an den gesellschaftlichen Entscheidungen, und das geht nur, wenn der gesellschaftliche Reichtum radikal umverteilt wird, liebe Genossinnen und Genossen. Und liebe Genossinnen und Genossen, was die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank, der Internationale Währungsfonds an diesen Tagen mit der Linksregierung in Griechenland machen, auch das hat mit Demokratie nichts, aber auch gar nichts zu tun. Die linke Regierung dort bekam doch einen klaren Auftrag von der Bevölkerung: Beendigung der Austeritätspolitik, Schluss mit den Kürzungs- und Verarmungsprogrammen, Aufbau einer gerechten Steuerpolitik. Die neoliberalen Eliten in der EU reagieren darauf mit einem ebenso klaren wie brutalen Kurs. Der demokratische Wille der Menschen in Griechenland darf nicht Wirklichkeit werden.
Die griechische Regierung darf keinen Erfolg haben. Sonst könnten ja die Menschen in anderen Ländern auch auf die Idee kommen, links zu wählen. Und wo kämen wir denn dahin? Ich sage es euch, wir kämen endlich zu einer gerechten Gesellschaft, in der Politik für die Menschen und nicht für die Banken und Konzerne gemacht wird. Und der bisherige Kurs der Troika ist doch jämmerlich gescheitert. Er hat Griechenland in eine Rezession gestürzt. Die Wirtschaftsleistung ist um 25% eingebrochen. Was heißt das? Das heißt, jeder zweite Jugendliche hat keine Arbeit. Epidemien sind ausgebrochen. Schwangere Frauen werden an den Krankenhäusern abgewiesen, weil sie die Kosten für die Entbindung nicht bezahlen können. Alte Menschen nehmen sich das Leben aus Verzweiflung und weil sie ihren Kindern mit den Kosten nicht auf der Tasche liegen wollen. Jetzt wird die Regierung erpresst und mit Zahlungsunfähigkeit bedroht, damit sie der Austeritätsfalle nicht entkommen kann. Und die mediale Diskussion hierzulande ist an Heuchelei kaum zu überbieten. Kein einziger Kredit an die alten Regierungen in Griechenland ist mit der Auflage vergeben worden, die Reichen und Vermögenden stärker zu besteuern. Im Gegenteil, mitten in der Krise sind die 2000 reichsten Familien in Griechenland noch reicher geworden. Jetzt wirft man der Linksregierung vor, dass sie in wenigen Monaten nicht das geändert hat, was die alten Eliten in 20 Jahren versaut haben. Die einzige Linksregierung in ganz Europa kämpft einen Kampf David gegen Goliath. Sie ist die einzige Regierung, die dem Neoliberalismus trotzt. Sie braucht unsere Solidarität. Und liebe Genossinnen und Genossen von Syriza, auch hier im Saal, ihr könnt euch darauf verlassen, die Deutsche Linke steht an eurer Seite und wir werden alles tun, um euren Kampf gegen die Austeritätspolitik zu unterstützen. Und wir gehen raus am 20. Juni in Berlin. Kommt alle, es geht nicht nur um Griechenland, es geht um das Leben und die Zukunft von Millionen Menschen in Europa, von uns allen. Deshalb auf nach Berlin am 20. Juni. Und liebe Genossinnen und Genossen, was macht in dieser historischen Auseinandersetzung eigentlich die Sozialdemokratie? Wo hören wir von Herrn Gabriel etwas anderes als von Frau Merkel? Der Aufruf der 7 Gewerkschaftsvorsitzenden im DGB, der den Wahlsieg von Syriza als Chance für ein anderes Europa nutzen wollte, verhallte ungehört. Auch unser offener Brief mit der Aufforderung an Gabriel, den Aufruf zu unterstützen und mit uns für einen Kurswechsel zu werben, blieb unbeantwortet. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Die Sozialdemokratie stand einmal für Modernisierung, Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und Sozialstaat. Heute steht sie in ganz Europa für Bankenrettung, Austeritätspolitik und Sozialabbau. Das Schweigen der Sozialdemokratie zur Massenarbeitslosigkeit, Armut, zur Aushöhlung der Demokratie und zum Aufstieg der Rechten in Europa ist ohrenbetäubend. Ich kann das nicht verstehen, obwohl doch die Politik der Schröders und Blairs die SPD an die Wand gefahren hat. Schaut die Sozialdemokratie ihrem historischen Niedergang hilflos zu, anstatt sich endlich aus der neoliberalen Umklammerung zu befreien, die sie schon seit Jahren und Jahrzehnten gefangen hält. Liebe Genossinnen und Genossen, das gilt auch, wenn es um TTIP und die anderen Freihandelsabkommen geht.
TTIP ist ein schwerwiegender Angriff auf die Demokratie. Es ist ein Abkommen, das fast ausschließlich im Interesse der großen weltweit agierenden Konzerne ist. Im Dienstleistungsabkommen TISA soll garantiert werden, hört genau zu, dass einmal privatisierte öffentliche Einrichtungen nie mehr in die öffentliche Hand zurückgeholt werden können. Das wäre das Ende für jede Initiative, die Energieversorgung wieder zu rekommunalisieren. Die Freihandelsabkommen gehen zulasten von Verbrauchern, Beschäftigten und ihren Gewerkschaften, von vielen kleinen und mittleren Betrieben, zulasten der Umwelt und zulasten der demokratischen Souveränität der Länder. Im Kern geht es darum, Konzerninteressen in Gesetze zu gießen. Kurt Tucholsky hat dazu einmal gesagt, Politik kann man in diesem Land definieren als die Durchsetzung wirtschaftlicher Zwecke mit Hilfe der Gesetzgebung. Das ist der Karren, vor den sich die SPD spannen lässt. Ob bei der Europapolitik, beim TTIP oder bei der Vorratsdatenspeicherung, Herr Gabriel, Sie haben offensichtlich die moralische Integrität einer Schwingtür. TTIP und die anderen Freihandelsabkommen müssen doch gestoppt werden. Und da die sozialdemokratischen Regierungen offensichtlich als Bündnispartner ausfallen, kann das nur durch eine breite Mobilisierung auf der Straße und durch gesellschaftlichen Druck geschehen. Zu diesem Protest sind im Übrigen auch viele Mitglieder und Wähler der Sozialdemokratie bereit. Wir sollten sie mitnehmen zu den Protesten. Lasst uns gemeinsam gegen dieses demokratiefeindliche Projekt auf die Straße gehen. Lasst uns zusammen kämpfen gegen die Knebelung der griechischen Regierung und für ein Europa, das sich an den Interessen der Mehrheit ausrichtet und nicht an denen von Milliardären und Konzernbesitzern. Und an dieser Stelle auch ein herzlicher Gruß nach Bayern. Großartig, 40.000 in München aus der Straße, Tausende in Elmau auf der Straße. Wir beglückwünschen euch und solidarisieren uns damit. Liebe Genossinnen und Genossen, als Linke verteidigen wir die Demokratie gegen einen autoritärer werdenden Kapitalismus und auch gegen die Rechten und die geistigen Brandstifter, die überall in Europa ihr Unwesen treiben. Sie stehen in der Krise bereit, ihre rassistischen, nationalistischen und sozialdarwinistischen Parolen als Lösungen der Krise anzubieten. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der gesamten europäischen Linken, den aufkommenden Nationalismus und Rechtspopulismus zu bekämpfen. Und liebe Genossinnen und Genossen, obwohl es doch die neoliberale Politik ist, die mit Prekarisierung, gesellschaftlicher Verunsicherung und einer Brutalisierung der Gesellschaft den Nährboden bildet für Rechtspopulismus, wird auf zynische Art und Weise versucht, Rechtspopulismus und eine linke populäre Politik gleichzusetzen. Wir müssen immer wieder deutlich machen, es gibt nichts Gegensätzlicheres als rechte und linke Politik. Rechts ist es, nach oben zu buckeln und nach unten zu treten. Die Rechten machen nicht die wirklichen Verursacher der Krise verantwortlich, sondern die Flüchtlinge, die Erwerbslosen, die Migrantinnen und Migranten. Sie stehen für Ausgrenzung und Unterdrückung. Die Rechten führen einen Kulturkampf gegen Feminismus, gegen freie und selbstbestimmte sexuelle Orientierung und die Wahl des Zusammenlebens. Sie wollen die unangefochtene Macht der Männerklicken
und lassen nur ein einziges Familienbild gelten. Rechte kritisieren, dass die da oben nicht die Interessen des deutschen Volkes vertreten. Aber sie wollen mehr autoritäre Führung der Eliten. Es gibt Führungskräfte der AfD, die den Sozialhilfebezieherinnen das Wahlrecht entziehen wollte. Eine Idee, die im Übrigen nicht zufällig der Gründungsvater des Neoliberalismus, Friedrich Hayek, auch schon vertreten hat. Dieser autoritäre Geist verbirgt sich hinter der Maske der ach so kompetenten Wirtschaftsprofessoren. Linke Politik ist dagegen die Alternative zu unsozialer Politik und zur Demokratiefeindlichkeit der Neoliberalen und der Rechten. Sie organisiert Solidarität und sie formuliert gemeinsame Interessen von Beschäftigten und Erwerbslosen, prekär Beschäftigten, Rentner und Rentnerinnen, Flüchtlingen und Migranten, für soziale Gerechtigkeit und gegen die Profitinteressen einiger weniger, denn die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen oben und unten. Linke Politik organisiert den Widerstand gegen den rechten Kulturkampf. Wir wollen die gesellschaftlichen Bedingungen für Selbstbestimmung und für alle und für Geschlechtergerechtigkeit schaffen. Wir wollen gleiche Rechte für alle Menschen. Linke Politik will Selbstbestimmung und Demokratie auf alle Bereiche des Arbeitens und Lebens ausdehnen. Das ist unser Demokratieprojekt. Und liebe Genossinnen und Genossen, die Linke kämpft auch kompromisslos gegen Krieg, Aufrüstung und Imperialismus. Der Krieg in der Ukraine hat vielen Menschen vor Augen geführt, wie brüchig der Frieden in Europa ist. Mehr als 10.000 Menschen Leben hat der Krieg gekostet. Nachdem die Bundesregierung zuerst die Eskalationsstrategie der USA unterstützt hat, hat Merkel mit der Initiative von Minsk II spät, aber nicht zu spät, noch die Kurve gekriegt. Jetzt muss dieser Weg konsequent weitergegangen werden, damit das Sterben ein Ende hat. Die Aufrüstung der Oligarchenregierung von Poroschenko, die ständigen Manöver der NATO in der Ostregion und wiederum Manöver von Russland, ein neuer kalter Krieg mit Russland, das ist definitiv der falsche Weg. Statt Aufrüstung und militärischer Eskalation fordern wir eine neue europäische Friedensordnung und Entspannungspolitik. Ursula von der Leyen und Bundespräsident Gauck, nicht nur die, aber die treiben die Militarisierung der deutschen Außenpolitik voran. Das ist unerträglich. Wir bleiben dabei, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Auslandseinsätze der Bundeswehr sind mit uns nicht zu machen. Und liebe Genossinnen und Genossen, tagtäglich sehen wir doch mit Entsetzen, wie Krieg und Terrorismus weltweit die Lebensgrundlage von Millionen Menschen zerstören. Dabei wird unsere Kritik an Militäreinsätzen auf die brutalste Art und Weise bestätigt. Der Zerfall ganzer Staaten wie Irak, Afghanistan oder Libyen ist doch wesentlich, ganz wesentlich, das Ergebnis brutaler militärischer Interventionen von USA und NATO. Und die Folgen kommen als Bürgerkriege und Terrorismus zurück. Anstatt diese Zusammenhänge zu sehen, werden die Schreckensbilder des Terrors der IS oder anderer Gruppen dazu benutzt, neue Militärabenteuer zu fördern und zu planen. Aber auch im Umgang mit dem Terrorismus gibt es schamlose Heuchelei. Es ist keine Frage, Kriegsgefangene hinzurichten, die Gewaltexzesse gegen Frauen und Kinder, das Massentöten, all das sind abscheuliche
und durch nichts zu rechtfertigende Gräueltaten. Aber der Kampf gegen menschenverachtenden Terrorismus kann nicht erfolgreich und glaubwürdig sein, wenn er selber terroristisch ist. Auch das lautlose Töten von Tausenden von Menschen durch Killerdrohnen ist barbarisch. Allein im Zeitraum von 2004 bis 2012 wurden in Pakistan mehr als 3000 Menschen durch Drohnenangriffe getötet, darunter 170 Kinder. Kinder und unschuldige Zivilisten zu töten, verstößt gegen das Völkerrecht. Es sät neuen Hass, neue Gewalt und neuen Terrorismus. Für uns kann es darauf nur eine Antwort geben. Die Bundeswehr muss auf die Anschaffung von Drohnen verzichten und der Einsatz bewaffneter Killerdrohnen muss international geächtet werden. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben es mit einer Krise der alten Weltordnung zu tun. Die USA können mit ihrer militärischen Macht nicht mehr die Probleme eines Weltkapitalismus, der ständig neue Krisen und Gewaltherde produziert, kontrollieren. Aber sie sind immer noch mit Abstand die stärkste imperialistische Macht. Das Völkerrecht kann nicht zum Durchbruch kommen, solange sich die größte militärische Macht dieser Welt einen Teufel darum schert. Hat von euch mal jemand ein Tempo oder sowas? Ich schwitze hier oben, geht's euch auch so? Darf ich meine Jacke ausziehen, oder? Aber auch China, Russland und die EU verfolgen eigene wirtschaftliche und geostrategische Interessen. Die Herausbildung einer neuen Weltordnung verläuft krisenhaft und birgt neue Kriegsgefahren. Diese und andere Entwicklungen wollen wir auf einer großen Friedenskonferenz im Winter mit unseren Freunden aus der Friedensbewegung diskutieren. Es geht darum, wie wir unter den veränderten Bedingungen die Friedenskräfte stärken können. Ich habe es schon auf dem letzten Parteitag gesagt, es ist unsere verdammte Pflicht, eine starke Friedensbewegung aufzubauen, die den Kriegstreibern und Militaristen in den Arm fällt. Eine Linke, die das nicht versucht, wird nicht gebraucht. Wir sind die einzige Partei, die konsequent und ohne Wenn und Aber für Frieden, Gewaltverzicht und für eine neue Weltfriedensordnung eintritt. Und eines ist klar, Frieden und globale Gerechtigkeit gehören zusammen. Ohne eine andere Weltwirtschaftsordnung wird es keinen tragfähigen Frieden geben. Dafür kämpfen wir. Und ich sage es bewusst an dieser Stelle, weil ich die Bilder der sterbenden Flüchtlinge nicht mehr ertragen kann. Der Krieg gegen die angeblichen Schlepper ist ein Krieg gegen die Flüchtlinge. Wer sitzt denn in dem Boden, die jetzt durch Militär zerstört werden sollen? Wie zynisch, statt die Fluchtursachen zu bekämpfen und Flüchtlingen zu helfen, wird den Flüchtlingen der Krieg erklärt. Und ich sage deutlich, es ist auch ein christliches Prinzip, dass Menschen in Not geholfen wird. Und wir müssen immer wieder deutlich machen, eine Gesellschaft und ganz Europa müssen sich daran messen lassen, wie sie mit den Schwächsten auf dieser Welt umgeht. Und liebe Genossinnen und Genossen, in schöner Regelmäßigkeit, natürlich immer vor unseren Parteitagen, gibt es eine mediale Diskussion um Rot-Rot-Grün. Lasst mich dazu am Schluss noch kurz meine Meinung sagen. Erstens, es gibt gerade wichtigere Themen. Mehr als,
mehr als 2 Jahre vor der nächsten Bundestagswahl. Zweitens, es wird oft vergessen, dass es auch jetzt im Bundestag eine Mehrheit für SPD, Grüne und Linke gibt. Und es lag nicht an uns, dass die SPD lieber mit der CDU regiert. Wir wären ja sogar bereit gewesen, wesentliche Teile des Bundestagswahlprogramms der SPD zu verwirklichen. Aber die SPD wollte das nicht. Drittens, Regierungsbeteiligungen müssen einen wirklichen Politikwechsel vollziehen und nicht nur einen Regierungswechsel. Dazu bedarf es eines linken Reformprojektes, das mit der neoliberalen Politik bricht, und wir brauchen dazu im Übrigen keine Aufweichung unserer Haltelinien. Kein Sozialabbau, keine Tarifflucht und keine Kampfeinsätze der Bundeswehr sind Selbstverständlichkeiten linker Politik. Was aber, glaube ich, mit der Diskussion um ein Reformprojekt gemeint ist: Wir sollten in einem Reformprogramm nicht nur sagen, was wir nicht machen, sondern wir sollen sagen, was wir machen wollen. Wir wollen die Prekarisierung von Arbeit und Leben stoppen. Das muss drin sein. Wir wollen armutsfeste und lebensstandardsicherte Renten und eine Mindestsicherung ohne Sanktionen. Wir wollen die Multimillionäre und Banken und Konzerne endlich zur Kasse bitten. Wir wollen eine bessere Finanzierung der Kommunen und ein Investitionsprogramm für gute Bildung, Pflege und Gesundheitsversorgung, für bezahlbaren Wohnraum, für die Energiewende und für den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft. Wir wollen die Mitbestimmung und die Gewerkschaften stärken. Wir sind bereit, Motor für ein solches Reformprogramm zu werden. Das ist aber nur durchsetzbar, Gregor hat wieder darauf hingewiesen, wenn es einen Stimmungswechsel in der Bevölkerung gibt und eine außerparlamentarische Bewegung, die einen solchen Politikwechsel unterstützt. Am Anfang habe ich gesagt, dass es viel Unzufriedenheit, Streiks und Bewegung gibt. Wir müssen Wege finden, sie zu einem Projekt, zu einer gemeinsamen Richtung zu verbinden. Dafür brauchen wir Gewerkschaften, Sozialverbände, Erwerbslosengruppen, feministische Organisationen, Umweltinitiativen und viele Menschen, die sich engagieren. Und dazu brauchen wir auch eine starke Linke, liebe Genossinnen und Genossen. Eine Linke, die in der Gesellschaft verankert ist, in den Bewegungen, Initiativen und in den Gewerkschaften eine positive Rolle spielt, die verschiedenen Gruppen und Forderungen verbindet. Eine Partei, die ihre Kampagnenfähigkeit ausbaut, Vertrauen in linke Politik aufbaut und tendenziell Mehrheiten für linke Politik gewinnen kann. Genau daran werden wir arbeiten, wenn wir am Montag mit unserer bundesweiten Aktionswoche "Das muss drin sein" beginnen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben die letzten Jahre viel erreicht, unsere Partei stabilisiert. Wir sind bei der Bundestagswahl drittstärkste Partei geworden. Wir sind in Hessen wieder reingekommen. Wir stellen einen linken Ministerpräsidenten. Wir haben Erfolge bei Kommunalwahlen, Bürgermeister- und Landtagswahlen. Wir haben in Hamburg und Bremen zugelegt. Wir liegen in den Umfragewerten über unserem Bundestagswahlergebnis. Aber wir wollen nicht den Fehler machen, dass wir uns damit zufrieden geben. Wir wollen nicht mehr und nicht weniger, als die Lebensverhältnisse gemeinsam mit den Menschen verbessern, kurzum die Zukunft gewinnen. Nicht die Farbe Grün, sondern die Farbe Rot ist die Hoffnung für eine bessere Zukunft für alle. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wir danken.